halte es für wesentlich, um nicht zu sagen für demokratiepolitisch edel, nobel und notwendig, dass hier es endlich eine Petition gibt, eine überspannende, über das Land überspannende Initiative gegen diese ORF-Zwangssteuer. Gestern haben alle Medien berichtet, dass Österreich auch im April unter einer Inflation bei knapp 10% leidet. Die Menschen in Österreich wissen nicht mehr, wie sie sich den Alltag bestreiten sollen. Sie wissen nicht mehr, wie sie das Einkommen zum Auskommen finanzieren. Und gerade an diesem Zeitpunkt versucht die Bundesregierung mit einer Zwangssteuer noch mehr die österreichischen Haushalte zu schädigen. Daher setze ich mich gegen diese Zwangssteuer zur Wehr, die 260 bis 280 Euro pro Haushalt im Jahr ausmacht. Und zwar für alle, pauschal über alle drüber gezogen, egal ob sie den ORF konsumieren oder nicht. Diese Petition, die ihr heute gestartet habt, ist unterstützenswert. Sie ist wichtig und sie soll dieser Regierung endlich die Schranken aufzeigen. Gerald, was müsste denn deiner Meinung nach ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk noch bieten? Braucht es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk heutzutage noch und wenn ja, in welcher Form? Im Gegensatz zu dir bin ich der Meinung, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk es in dieser Form nicht mehr braucht, weil mittlerweile private Anbieter die Aufgaben, die Kernaufgaben des Öffentlich-Rechtlichen übernommen haben. Ich bin gerade der Sendung OE24 zugeschaltet, eines Senders, der sich ausschließlich 24 Stunden mit Nachrichten beschäftigt. Das heißt, ein Nachrichtensender, der trotz der Situation, dass er nur Nachrichten bietet und nicht Malcolm mittendrin oder Schrott-TV aus den USA gute Quoten und einen guten Marktanteil erreicht. Daher sage ich, ihr als OE24 mit Verlaub erfüllt mehr den öffentlich-rechtlichen Auftrag, das Informationsangebot, als es der ORF tut, der auf ORF 1 8, 9 Stunden, 10 Stunden Schrott-TV uns liefert, für das wir Zwangssteuer zahlen sollen. Wir haben mit dem Sender Servus-TV einen Sender, der Volkskultur anbietet, der Kulturevents anbietet, der Sportevents anbietet, also den Kernauftrag des Öffentlich-Rechtlichen. Wenn also die Privaten in Österreich mittlerweile mehr den öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen, aber nur 70 Millionen Euro bekommen, zig Private, hingegen aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk mehr als 700 Millionen Euro in seinen Schuldenturm geworfen bekommt, dafür, dass er es nicht tut, dann frage ich, an welchem Hauseck die Damen und Herren der österreichischen Bundesregierung angerannt sind. Sie wollen sich ihren eigenen Propagandasender halten. Ein Kuscheltier auf ihrem Schoß, das plappert wie der Duracell-Hase, was ihnen der Herr Karl Nehammer oder der Herr Werner Kogler oder ihre Pressesprecher vorgeben. Dafür bin ich nicht zu haben. Gerald, du selber hast ja unlängst auch einen Strauß mit dem ORF ausgefochten, hast auch einen Prozess gewonnen vor Gericht. Wie sehr ist denn die politische Berichterstattung des ORF deiner Meinung nach eingefärbt? Naja, schau, wir beobachten das ja schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten. Es gibt jetzt im Internet diesen wunderbaren Sendungsmitschnitt von Jörg Haider aus den 90er Jahren, der aus einem ORF-Protokoll vorliest, wie damals im Jahr 1992, 93 ORF-Journalisten darüber sich unterhalten haben, wie sie das Volksbegehren Österreich zuerst bekämpfen. Das heißt, wir haben das seit 30, 40 Jahren. Wir haben den Nepotismus, wir haben die Politrucks im ORF, wir haben die ehemaligen Mitarbeiter der Arbeiterzeitung, die dort Innenpolitik gestalten, nämlich der Arbeiterzeitung, der Sozialdemokratie. Wir haben den ORF vom Stiftungsrat bis in die kleinsten Redaktionen hinuntergespickt mit ehemaligen Politoffizieren der österreichischen Parteien, die als Versorgungsfälle dort auf Kosten des Steuerzahlers untergekommen sind. Und dass die natürlich auch ihre parteipolitische eingefärbte Meinung vertreten, ist auch klar. 4 Tage vor der Präsidentschaftswahl wurde mir unterstellt, ich wäre strafrechtlich verurteilt. Ein klarer Bruch des Objektivitätskriteriums, weil es noch dazu nicht stimmt. Und der ORF wurde zwar nicht rechtskräftig, aber von einem österreichischen Gericht zu einer Entschädigung von 5.000 Euro verurteilt. Ja, wie schallend das soll denn die Ohrfeige sein für einen ORF, der in Wahrheit ja nicht die Information anbietet, sondern Meinungsjournalismus betreibt. Ich bin ein großer Fan von Informationsjournalismus und ich bin mir sicher, lieber Niki, dass wir beide unterschiedlicher Meinung sind. Aber ich habe bei dir in deiner Moderation noch nie erkannt, welche Meinung du hast. Und das sollte einen Journalisten auszeichnen, nämlich mehr Information und weniger Meinung.